Yo Leute, was geht hier, so euer Exempel und ja Leute, nach einer langen Zeit bin ich wieder mal am Start, am Stiesel, die Diesel. Yo, ich weiß, ein bisschen geklappt, aber wait Leute. Und ja, heute komme ich einfach mal mit einem Thema, dachte mir so, yo, bringst du heute einfach mal ein Themenvideo, weil du sowieso eine Scheiße bringst. Zocken heute auf Dust24er SG. Die Map kenne ich nicht. Keine Ahnung, ich kann euch nichts dazu sagen. Aber jolla. Frauen. Ich sag jetzt erstmal meine Meinung von der Frauenseite. Ich finde, die Sache als Junge und Frau ist etwas unterschiedlicher. Als Frau kannst du einen Mann eigentlich viel leichter rumbekommen. Also bei Frauen, sag ich mal, jetzt knallhart, einfach Tittenbonus. Ein Junge, der schaut einfach drauf, wenn die Frau richtig geil aussieht. Natürlich geht er mit der ins Bett, wenn er die Möglichkeit hat. Warum denn nicht? Hast halt dieses Problem. Du hast nichts, halt sagen kannst, dass, ja Leute, komm, Alter, schlaf mit mir. So, das hast du halt nicht als Junge. Und deswegen denke ich, ist es schon ein Unterschied, wenn eine Frau mehr Männer hat, als ob der Mann. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß, das ist schon ein bisschen scheiße für die Frauen, dass sie dann gleich als Schlampen abgezeichnet werden. Ich finde, jeder muss seine Erfahrungen sammeln und für mich ist eine Frau, die vielleicht mit 10 Männern geschlafen hat, mit 20, ist mir eigentlich scheißegal, Leute. Weil wenn sie wirklich korrekt ist und ihr habt Spaß zusammen, warum nicht? Warum nicht? Scheiß drauf, egal. Hört doch nicht auf, was die anderen sagen. Ihr müsst ja eure eigenen Erfahrungen sammeln. Und, jo, es läuft schon wieder hier. Also richtig geil. Ich finde, es ist schon krass, wenn eine Frau oder ein Mann mit so vielen Leuten geschlafen hat, sage ich mal. Ich kann es jetzt nicht selber einschätzen, da ich noch Jungfrau bin. Ja, Leute, ich muss mich ergeben. Nee, ich finde, für mein Alter ist es auch noch voll normal, Jungfrau zu sein, weil du musst ja nicht gleich mit 13 oder 14, 15 mit jemandem ins Bett gehen. Ich bin halt so, wenn's kommt, dann kommt's halt, wisst ihr? Es ist für mich schon ein Unterschied, wenn ein Mann mit mehreren Frauen geschlafen hat, als wenn eine Frau mit mehreren Männern. Da man, das kann man eigentlich nicht richtig einschätzen, weil der Mann, wie gesagt, das ist halt, du hast halt als Mann nicht diese Chance, jemanden wirklich zu überzeugen, dass er mit dir schlafen soll. Und das ist halt die Sache. Und als Frau kannst du halt einfach, geh's hin, kurzen fetten Ausschnitt, kurzen Rock, was weiß ich, Leute. Und da wird's schon als Junge für dich. Komm ich rüber? Wayne, okay, ich bin scheiße. Okay, er läuft weg. Ja, zum Thema, was soll ich da noch sagen? Lol, lag more. Alter, was hat der für Lags? Verdammte Scheiße. Ja, ich wollte noch sagen, ich werde wahrscheinlich bald ein neues Intro bekommen vom lieben Hashart. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, denn er ist die geilste Missgeburt, die ich kenne. Ist mein eigener Designer sozusagen. Ich habe ihn damals kennengelernt, als er noch nicht so gut war im Intros machen. Aber er hat sich übelst krass verbessert und ohne Scheiß, Jonas, sorry, dass ich dich manchmal übelst überfordere oder irgendwie stresse. Keine Ahnung. Ich muss mich halt übelst bedanken bei dir. Dass, also alle Intros, die ihr bei mir gesehen habt und sehen werdet, kommen wahrscheinlich alle vom Jonas. Aber den Gefallen tue ich ihm nicht. Okay, Leute. Man hat's gesehen, es tut mir leid, dass ich gestorben bin, aber ich bin weit gekommen, auch mit dem Crap, was ich hatte und wie ich verfolgt wurde und kein Essen hatte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Exempel.